Die letzten Jahre fehlige Volkszählung, die wegen der Coronavirus-Epidemie im vergangenen Jahr auf diesem Jahr verschoben wurde, gibt eine Momentaufnahme des Landes, zeigt zum Spiegel, wie die Ungarn sind, unter welchen Bedingungen sie leben, wie ihre Arbeitsmarktsituation ist und ihr Gesundheitszustand. Die Frage zur Staatsangehörigkeit in der Volkszählung sind besonders wichtig, da die Daten aus den Antworten darauf den Rechtsgrundlage für die Bildung nationaler Regierungen, den Gebrauch nationaler Sprachen bilden und die Arbeit der nationalen Regierungen erheblich unterstützen. Für die Nationalitäten ist es eindeutig wichtig. Es war schon immer so. Und wichtig ist es eben deswegen, weil die nächsten 10 Jahre dadurch bestimmt werden, ob da Nationalitäten Selbstverwaltungen gegründet werden können oder nicht. Wenn nicht, das ist ein Problem. Wenn ja, dann ist das natürlich ein Positivum. Das hängt mit vielen Unterstützungen von den Kulturgruppen zusammen, vom Bildungssystem. Also es ist sehr wichtig. Das ist der Grund dafür. In den letzten 30 Jahren seit der Wende können wir sagen, dass die Zahl derjenigen, die sich für die deutsche Nationalität bekannt haben, ist immer gewachsen. Wir hoffen auch, dass es dieses Jahr auch wächst oder in den 10 Jahren auch wächst. Das hängt ja damit zusammen, dass wir ein hoffentlich gutes Bildungssystem haben, dass diese Kinder, die Abitur schon gemacht haben, auch sich bekennen. Und das muss ein Positivum sein. Natürlich die Älteren oder die ältere Generation hat noch immer diese Angst vor der Vertreibung, weil, müssen wir auch sagen, anhand eben dieser Volkszählung oder der Volkszählung von 1941 wurden die Deutschen vertrieben von diesem Lande. Aber hoffentlich, dass die neuere, jüngere Generation und die mittlere Generation das auch nicht das vergisst, sondern auch einen Schritt weiter macht und in die Zukunft schaut. Die Sprache gilt im Allgemeinen als der eindeutigste Faktor, der die Nationalität bestimmt, aber das ist nicht immer der Fall. Auch Kultur, Trachten und Musik verbinden die Angehörigen der Volksgruppen. Die Gemeinschaft der Ungarndeutschen ist die größte Nationalität im heutigen Ungarn. Ich glaube, das kann man nicht jetzt in dieser einen Woche oder in diesen 2 Monaten tun, sondern es ist eine ständige, kontinuierliche Arbeit, eben in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen, auch in den Grundschulen, auch in den Kindergärten. Und die deutschen Selbstverwaltungen können durch ihr Wirken, ihre Tätigkeit, dass sie Kulturveranstaltungen machen und dass sie die Jugend mit hineinbeziehen, dadurch einfach von Jahr zu Jahr dafür tun, dass sie die Identität haben, bekommen. Ein bedeutender Teil der Donauschwaben assimilierte im 19. und 20. Jahrhundert und war mit der ungarischen Gesellschaft verschmolzen. Aber einige von ihnen haben bis heute ihre Muttersprache und Kultur bewahrt. Die Donauschwaben stellen den Großteil der Deutschen in Ungarn. Glauben leider, dass die auf die Frage, welche Muttersprache man hat, leider wenige Antworten gegeben werden, dass sie die deutsche Muttersprache haben, weil leider ist die Kommunikationssprache in den letzten 80 Jahren oder 100 Jahren schon ungarisch geworden. Ich glaube, die Kultur bleibt die Kommunikationssprache, trotz dessen, dass die Kinder Deutsch können, aber dass die alltägliche Sprache bleibt ungarisch. Aber das ist bei den Iren auch so, dass sie nicht irisch reden, sondern Englisch, trotzdem gute Iren sind. Wir sind dann trotzdem gute Schwaben. Natürlich muss man das sagen und will ich auch das sagen, dass die Zahl wächst zu den Zahlen, die vor 10 Jahren da waren. Meine Hoffnung wäre, dass die Zahl der Erststimmen sozusagen, die zum ersten Mal gesagt haben, beziehungsweise die auf der ersten Stelle sagen, dass sie zur deutschen Nationalität gehören, wächst. Weil da sind ja verschiedene Fragen, gehören sie zu ungarischen, zu deutschen, zu einer kroatischen oder was weiß ich, welche Nationalität. Aber meine Hoffnung oder mein Wunsch wäre, dass die erste Antwort die deutsche wäre. Referendumfragebögen können bis zum 16. Oktober online ausgefüllt werden. Danach versuchen Zählerhaushalte aus denen den Fragebogen nicht online eingegeben ist.